Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder hier auf BikenTV. Ja, und heute mal wieder ein Meinungsvideo, wo ich gar nicht groß mit dem Fahrrad fahre, sondern was erklären möchte oder meine Meinung und ein paar Informationen an euch weitergeben möchte. Unschwer zu erkennen, ich befinde mich jetzt hier in einem Schild, was signalisiert, Fahrradfahren auf diesem Weg verboten. Und das ist jetzt ein heikles Thema, was ich mit euch mal besprechen will. Ihr könnt direkt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Wege zu Hause auch habt. Ich bin hier zu Hause im Hochsauerland. Da weiß ich ein paar Stellen, wo es solche Schilder gibt. Und welche Erfahrungen habt ihr da gemacht, wenn ihr vielleicht mal mit Förstern oder so darüber gesprochen habt? Jetzt muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt natürlich Wege, wo diese Schilder berechtigt und auch legal aufgestellt wurden. Zum Beispiel hier im Hochsauerland, wo ich selten, aber halt dann auch sehr gerne fahre, am Rothaarsteig. Das ist auch ein bekannter Wanderweg. Der ist primär auch mit dem Fahrrad befahrbar. Und auch sehr schön. Man muss natürlich gucken, dass man die Stoßzeiten vermeidet. Wenn man weiß, super schöner sonniger Sonntag, dann muss man da nicht Teilstrecken fahren, wo halt viel Wanderer sind. Aber der ist generell frei und dann gibt es immer mal Abschnitte, die dann für Radfahrer gesperrt sind, wo dann auch ein Schild ist, was in Zusammenarbeit mit den Behörden und dem Tourismus und so weiter dort aufgestellt wurde. Und da sollte man auf jeden Fall auch Rücksicht drauf nehmen und nicht einfach sagen, ich fahre trotzdem drüber. Ganz anders sieht der Fall aber aus, wenn jetzt zum Beispiel ein Waldbesitzer sagt, ich möchte nicht, dass auf dem Weg Radfahrer sind und einfach sich dann quasi ein Schild bastelt oder machen lässt, das ist ja heutzutage kein Problem, sowas zu machen, dass es auch gut aussieht. Und dann stellt er das dann in den Wald, an die Bäume und so weiter und so fort. Das ist noch nicht mehr erlaubt, weil es gibt in Deutschland ein freies Waldbetretungsrecht. Jetzt bitte wieder beachten, Ausnahmen sind bei... Zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es die 2-Meter-Regel. Man darf nicht auf Wegen fahren, die schmaler als 2 Meter sind. Leider diese veraltete, blöde Regel, die auch natürlich nicht eingehalten wird. Aber das ist natürlich dann gesetzlich schwierig, dagegen anzuargumentieren. Und es gibt natürlich Naturschutzgebiete, Naturparks und so weiter, wo es auch immer wieder wirklich legal aufgestellte Bikeverbote gibt. Wie sinnvoll das in manchen Fällen ist oder nicht, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber daran sollte man sich auch wirklich halten. Jetzt ist aber der Privatwaldbesitzer oder Förster oder wer auch immer, der andere Interessen hat und vielleicht den Bikern gegenüber feindlich gesinnt ist, der stellt die Schilder einfach auf. Ja, und ohne die Genehmigung durch mehrere Behörden, ich kann jetzt nicht genau euch jetzt beschreiben, welche Behörden das sind, aber ich habe mich da mal reingelesen. Da war klar, sowas muss genehmigt werden, wenn du solche Schilder aufstellst. Und man kann am Schild ganz gut erkennen, wenn das so selbst gebastelt ist, dass man davon ausgehen kann, dass es dann ja quasi selbst aufgestellt wurde. Und dann muss man überlegen, zum Beispiel, ich sage jetzt hier an der Stelle, das ist ein schöner Wanderweg. Jetzt an einem normalen Wochentag ist auch nichts groß was los. Können aber auch Anwohner hier von dem Ort spazieren gehen und sagen, da muss ich jetzt nicht lang fahren, ich muss jetzt keinen Konflikt provozieren. Ist zwar sehr schön, es ist aber auch kein sehr langer Weg. Es tut mir jetzt nicht so weh, den nicht zu fahren. Ich könnte mich jetzt auch noch mal in Verbindung setzen mit dem örtlichen Behörden, mit den kommunalen, lokalen oder vielleicht mit dem Förster und so weiter, wenn ich sagen will, ich möchte mal wissen, wie ist das Schild überhaupt dahin gekommen. Ich gehe davon aus, dass es selber aufgestellt ist. Wir waren auch bevor das Schild da war, immer schon so an die Bäume gekritzelt, dass das kein Radweg ist. Und ja, das heißt, bitte wägt das ab, weil was wir Biker machen, das wirft dann immer ein Licht auf alle anderen Biker. Und wenn man sich dann denkt, ich fahre da trotzdem, und dann ist ein Wanderer erschreckt und regt sich auf. Auch wenn du im Recht bist und sagst, das Schild ist nicht legal dahingestellt, wird er dann sauer sein, wird es seinen anderen Leuten erzählen, dass die blöden Fahrradfahrer sich nicht an die Schilder halten. Wird dann, ja, und dann steigert sich dieser Konflikt und dann haben wir wieder Bikerfallen, Nagelbretter, Drahtseile und dann ist dieser Hass wird größer. Das müsst ihr selber abwägen, wie ihr das macht bei solchen Wegen. Ich wollte jetzt noch mal eine Empfehlung geben auf der Webseite dimb.de, also dimb.de, da findet ihr wirklich die Gesetze, Paragraphen für euer Bundesland, weil es kann wirklich immer vorkommen, dass jemand im Wald euch anspricht und sagt, hey, wissen Sie, hier dürfen wir gar nicht fahren. Manchmal gar nicht mal in so einem netten Ton, da wird man direkt dann schon angeschimpft. Und da ist es natürlich so, dass man wissen sollte, pass mal auf, laut Landesforstgesetz so und so, Paragraph so und so, ist das Befahren von Wegen erlaubt, von befestigten Wegen, von festen Wegen. Wenn du dann das weißt, dann kannst du sachlich, ruhig argumentieren, keine Provokation, wie gesagt,
dieser Konflikt soll noch nicht noch angestachelt werden. Wichtig nochmal natürlich der Appell für ein Miteinander in der Natur. Das muss ich jetzt auch nochmal wirklich betonen, weil ich bin ja auch schon seit 20 Jahren beim Mountainbiken mit dabei und das Thema ändert sich ja irgendwie nie groß. Es gibt immer diese Konflikte, es gibt manchmal coole Projekte, aber im Grunde ist es ein gesellschaftliches Ding. Das ist auch nicht nur beim Biken so, das ist generell in der Gesellschaft, dass die Leute oft so gegeneinander gehen. Deswegen Miteinander, Verständnis für die anderen Naturgenießer, Naturnutzer und achtet auch darauf, dass ihr eine Vorbildfunktion habt für die Jugend. Lasst euch nicht provozieren und es gibt gute Kampagnen von der DIMP oder in den Bike-Medien generell, wo man nochmal dafür aufrufen kann, halt, ich sage einfach mal ganz einfach, behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Die einfachste universelle Regel, haltet euch daran, dann ist das Leben einfacher und schöner. Und man muss auch mal ein bisschen was einstecken, dass das klar ist. Aber dann kann man auf jeden Fall trotzdem positiv bleiben und den Dialog suchen. Ja, das war jetzt so ein bisschen der Insight zum Thema Bikeverbote. Wenn ich jetzt hier Leute aus Österreich hinter dem Bildschirm habe, dann sage ich, jo, da weiß man natürlich, bei euch ist die Lage nicht so gut, weil ja diese veralteten Gesetze auch für Forstwege, für alles, im Grunde ist ja alles verboten, außer da, wo halt die touristischen Regionen die Wege quasi freigekauft haben und es gibt große Tourismuskampagnen für das Biken in Österreich, aber die Locals wissen das und es gibt auch Gott sei Dank Aktivisten, die sich dafür einsetzen, dass diese Gesetze mal verändert werden. Trotzdem, mich interessiert, was ist bei euch los zu Hause? Gibt es da Konflikte? Hattet ihr vielleicht schon Bikerfallen, wo wirklich dann gefährliche Sachen gemacht wurden von Bike-Hassern? Ja. Das ist ein provokantes Thema, bitte bleibt schön sachlich und ich bin mal gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.